Verdammt, ich hätte das einziehen können, glaube ich. Scheiße. Mal gucken. Jetzt kümmern wir uns erstmal um Neapel. Nicht, dass ich am Ende noch Italien oder so gründe. Ich möchte Spanien gründen. Nein, du bist Italien. Oh. Gut. Gut, 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 gut. Ich habe auch Abstand zum Römischen Reich. Warum erzählst du mir das? Das sieht mich doch scheiße, ob die... Frankreich mag mich? Warum? Wahrscheinlich, weil England wir gemeinsame Feinde haben. Ne? Ja. Sollte man mal im Hinterkopf behalten. So, Tunesien kann ich auf Fetzern in Anspruch fingieren? Nein. Mamelukenreich vermutlich auch nicht. Ne? Nein. So, da haben wir Marokko aber doch bestimmt, oder? Ja. Marokko führt gerade Krieg, hey. Ich steuere auf eine Katastrophe zu. Das sollte ich vielleicht mal beheben bei Gelegenheit. Das dauert immer ein bisschen. Ich verliere lieber Geld, das ist noch mehr Stabilität. Würfel doch mal auf Stabilität, das ist doch kein Pen and Paper hier. Spielt sich aber ähnlich. So, das muss ich auch noch integrieren. Oh, Moment, was? Man muss jetzt Geld zahlen? Okay. Achso, und das ist das, wie viel es kostet. Ah. Ist natürlich schlecht, wenn ich nicht katholische Provinzen erobere. Das hätte ich berücksichtigen sollen. Sollte die mal konvertieren vielleicht. Ja. Zeit unendlich. Ich glaube nicht, dass ich die konvertiere so schnell. Hey, Renaissance. Wo ist sie denn gestartet? In Venedig. Oh, und ich habe bereits davon die ersten Ausläufer. Sehr gut. Dann kannst du jetzt nur noch ein paar Jahrhunderte dauern, bis ich die auch habe und fördern kann. Oh, ich sollte mal Ansprüche auf Tunesien fingieren, und zwar Tunis? Definitiv Tunis. Dann kann ich Thunfisch machen. Ich gehe mich erschießen. Ich meine, Rekrutenreserve füllt sich langsam wieder auf. Sehr gut. Sehr gut. Mach das mal aus. Was ist zum nächsten Punkt? Ich brauche 3 große Schiffe. Ne? Ich glaube, wenn ich die neue Welt erkunden will, brauche ich Großschiffe. Kirchenstaat, was will der denn von mir? Ah. Jetzt macht es das mal schon. Reicht das platt. Oh, Genua hat sich schon ordentlich was gegönnt. Das wird noch Krieg geben. Das wird Krieg geben. Mir soll es recht sein. Sollen die anderen sich die Köpfe einschlagen? Können, dann schlagen sie wenigstens mir nicht den Kopf ein. So, Tetukun. Ich habe gleich irgendwo einen Aufstand in 0,6 Jahren und danach noch in 2,6 Jahren woanders. Sardinien will auch irgendwas von mir. Ach komm schon, 2-2-1, was ist das denn für eine Kacke? Dann möchte ich mal noch Sus. Mit dem Thunfisch hätte ich gerne Sus. Oh, Guinea, es wird sich nachher eh verteilen. Kirchenstaat.
Wir sind Frankreich verbündet. Das ist nicht so. Marokko, Marrakesch. Kann ich da einen Anspruch finden? Nein. Aber Klimen, das heißt doch Klimken. Können die nicht mal Deutsch lernen? Verdammte Nordafrikaner. Ach was? Wieso wurde ich denn jetzt exkommuniziert? Ich hasse dich auch, Spiel. Ich hasse dich auch. Lalala, Staatsehe, Staatsehe, Staatsehe. Hey. Nein. Ich würde sie gerne bekehren, aber... So, meine 21.000 Soldaten reichen jetzt hoffentlich, um die da Platz zu machen. Ja, es sind nur Rebellen. Das sollte... Da brauchen wir nicht gar so viel. Oh Gott. Was wollt ihr denn ihr alle von mir? Ja, ich habe eine niedrige Stabilität. Ich habe es verstanden und... Annaba. Ich habe doch Transportschiffe. Jetzt ein Stück. Funktionieren offensichtlich nicht richtig. Toll. Meine Transportschiffe sind kaputt. Drauf nicht verladen. So, wo sind wir jetzt? Okay. Zur Hölle, Mission auswählen. Nein. Sind es Einstellungen? Nein. Muss das jetzt genau angepasst sein oder was? Nein, okay. Es muss wirklich was. Das ist auch ohne DLC muss das genau angepasst, Alter. Diese Scheiße kann man sich auch nicht ausdenken. Echt nicht ausdenken, diesen Dreck. Kann ich da überhaupt ein 20? Stell sie mal lieber dahin. Chat ist wieder tot, sehr gut. Sehr, sehr gut. Man kann den Scheiß, den ich hier mache. Und ich brauche Großschiffe. Was kosten diese Großschiffe überhaupt? Frühe Karacke. 50. Könnte ich sogar mal bauen. Ich baue mal eine. Ich baue gleich zwei. Ich erhöhe mal meine Stabilität. Das geht so nicht weiter. Gut, das wird jetzt hoffentlich nicht so schnell sterben. Anspruch von ihm. Melilla. Das ist jetzt alles schon Marokko. Puh. Kritische Sache.
Kritische Angelegenheit. Sehr kritisch, sehr, sehr kritisch. So, dahin darf ich eh noch nicht expandieren, weil Italien noch Teil des Reichs ist. Eines Tages werde ich Deutschland gründen. Will ich es nicht wieder so kaputt machen. Komm. Sehr gut. Und das andere bitte auch noch so langsam mal, danke. Klar, warum nicht? Man sollte das mit mehr Sinn und Verstand, als ich das tue, diese Staaten gründen, aber Sinn und Verstand. So weit kommt's noch hier. Ah, sehr gut. Das gibt mir schon mal Luft nach oben. Das gibt mir schon mal Luft. So, könntest du das auch noch machen? Ah, danke. Willkommen da, 13.000. Ja, die kriege ich platt. Das kriege ich noch hin. Und ich brauche noch mehr Macht. Portugal. Ist jetzt gerade ein bisschen ungünstig. Na gut, gut, wir haben massive militärische Überlegenheit. Toll. Danke, Spiel. Fick dich doch, Drecksspiel. Kann man. Ich nehme nicht an, dass Tunesien mir Durchgangsrechte gibt. Nein. Toll, ich kann auch nicht den See stechen, weil wieder die Menge an Schiffe habe. Außerdem wird wahrscheinlich. Was ist das da? Das ist. Okay. Und mein ZDF und Armee ist ertrunken, weil es dann Potschiff 2 Meilen vor der Küste angelegt hat. Was? Ein Primärproblem ist gerade, dass ich meine Schiffe gar nicht losschicken kann, weil die zerhackstückelt werden von. Ah, ich habe Durchgangsrecht da. Okay. Das Problem ist, wenn sie jetzt die Punkte einnehmen, werde ich vermutlich nicht. Na gut, unter den Gesichtspunkten kann ich auch erstmal den Spionage aufbauen lassen. Ja, toll. Gut. Ja, kommt bei auch noch sinnlosen Start. Bringt richtig viel, nämlich gar nichts. Kostet wahrscheinlich mehr. Ja. Ich glaube, keine Rekrutenreserve und nichts, aber. Passt schon. Perfekter Zeitpunkt, um den Krieg zu ziehen. Meine Verbündeten haben ja Truppen. Da geht das schon. Besetzt durch. Ja. Das ist dann nicht mehr. Es wird nicht auf mich übertragen, wenn sie es prinzipiell annektieren können. Ihr seid auch Feinde, ne? Oh, scheiße. Nein, nein, nein. Ach, geil. Ach, weißt du, der Gegner hat so gut wie nichts. Und wo, wen greift er an? Mich. Nicht irgendwie die andere, nein, mich. Ach, fick dich doch. Ich muss da raus. So, hab ich Schiffe? Sind die sicher? Ja. Wieso kann ich nicht auf das Schiff? Lass mich raten, weil, ja, weil die Gesamtgröße meiner Armee zu groß ist. Da kann er mich nicht anpissen. Oh nein, die Gesamtgröße ist immer noch. Nein! Junge, es sind keine 16.000, du dummes Spiel!
wir direkt nach da. Kommen wir in Capon an. Ja, okay. Ist mir egal, das letzte ist ruhig. Ich hau ab. Ja. Da stehen riesige Armeen. Und wem laufe ich in die Arme? Natürlich dem Feind rein. Kann man schon mal machen, ne? Wieder befinden die Kastilekolonie in einem Erkvorgestein. Es scheint, als ob das Land kurz vom Aufbau der Bürgerkriege stehe. Einer der Kandidaten sucht unsere Hilfe. Oh! Kastillmannung. Ich könnte ihn unterstützen, aber dann würde ich 2000 Rekrutenreserve verlieren. Ich lasse es. Ich mische mich mal ein. Passt schon. Gut, in dem Krieg kämpfe ich nicht mehr mit, weil... Warum sollte ich? Ich bleibe einfach hier oben auf der Insel hocken. Und... Lass Portugal mal machen. Wenn Portugal es gebacken bekommt. Ich muss mich eh gerade erstmal hier erhöhen. Bevor das nächste Ereignis kommt und es wieder abfällt. Richtig, ich bin ja exkommuniziert. Ist nicht unbedingt der beste Punkt, um. Ach, geil. Das benutze ich irgendwie nie. Könnte ich mal rauskicken. Ah, wird von. Ja, mir egal. Ich könnte mal stattdessen Dynastie reinnehmen. Ha, wir haben dieselbe Dynastie. Kann ich einen Thron beanspruchen? Oh. Nein, jetzt ist ihr Anspruch zu stark, scheiße. Aber sie haben schon mal dieselbe Dynastie, das ist doch schon mal toll. So, könnten wir diesen Krieg vielleicht beenden? Ich habe nämlich gerade noch so ein paar andere Probleme. Also ich glaube, die KI interessiert sie dafür mal wieder nicht. Ich bin exkommuniziert. Kann ich da irgendwas dagegen machen? Ja, nein. Oh, Instabilität. Danke. Es läuft mal ausnahmsweise etwas nicht scheiße. Boah. Es läuft doch alles toll. So, jetzt. Ah, mein erstes Großschiff ist fertig. Ich brauche aber, glaube ich, ich bräuchte 3 für die neue Welt. Also, um meinen Typen auf Erkundung zu schicken. So, wir bleiben einfach auf der Insel stehen. Was könnte ich denn noch? Ich habe da noch ein Stück Land, okay. Ich glaube, sonst kann ich schon gar nichts mehr beanspruchen. Oh, Moment! Venedig ist bei dir unklug. Osmanisches Reich möchte ich mich auch nicht mit anlegen. Aber wie sieht es denn mit dem Johanniterorden aus? Nein. Und Zypern? Nein. Ach, ja. Gundula sagt nein. Chat sagt gar nichts. Der Chat stinkt übrigens. Der empfiehlt mir so Sachen wie, ich soll noch Österreich angreifen. Geht gar nicht, geht gar nicht. Oberung von Sus, was? Was ist das denn jetzt? Okay. Warum nicht? Da lief wohl ein Krieg nicht so gut. Oh, ich
könnte da mal ein Anspruch drauf fingieren. Kontrollieren nun lieber. Ja, soll. Ist mir egal, ich gehe da jetzt nicht runter und kämpfe da weiter. Ich habe schon genug geblutet. Ich habe schon genug geblutet. Einen Anspruch bitte fingieren. Einen Anspruch fingieren, danke. Danke. Wow. Ja, 048? 06. Nee, das kann ich mir jetzt gerade alles nicht leisten. Moment, da war irgendwas mit mir. Ich hab jetzt nicht. Kämpft bis zur letzten Schlacht. Einmal schon Bürgerkrieg, hastinischer Bürgerkrieg. Wow. Belagerung von Chip. Wow, die haben da echt 2 Jahre lang belagert. Okay, gut, das war früher, glaube ich, wirklich so, ne? Ah, selbe Dynastie. Finde ich schon mal gut. Sulat der See. So, ich habe fast wieder. Ah, ich habe wieder maximale Armeestärke erreicht. Gut. Dann kann ich jetzt einmal meine Truppenreserve regenerieren, während ich weiterhin den Krieg gewinne. Auch wenn ich davon überhaupt nichts abbekomme. Aber vielleicht schenken sie es mir ja trotzdem, wobei ich habe kaum Beteiligung. Ne? Ich habe 11%. Ja. Schön, dass wir darüber geredet haben. Ich hätte gerne genug Punkte, damit ich die neue Welt entdecken kann, aber das dauert noch wahrscheinlich 10 Jahre. Die kämpfen ganz schön hart da unten. Was will Portugal überhaupt? Ja, auch eins der Gebiete, das ich gerne hätte.